Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gehen wir mal nicht in so Last Smash, wir gehen in etwas ähnliches, sondern gehen wir in Room Smash, also Raum zerstören. Da gehen wir heute einfach mal rein, würde ich sagen. Ist ein ähnliches Spiel, ich zeige euch das mal. Vielleicht kennt es auch schon der ein oder andere. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren mich wissen lassen, ob ihr das schon kennt, das Spiel, oder nicht. Ich kenne es persönlich auch schon, ich habe es schon damals mehr oder weniger mal so zwischendurch gespielt, ich habe es da mal entdeckt. Ich würde sagen, wir hauen das einfach mal rein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Zimmer zerschlagen rein. So, es gibt hier natürlich neue Zimmer. Also, es gab natürlich Updates, es gibt neue Räume. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze in 360 Grad sich anzugucken, alle Räume. Es gibt hier auch Sachen, wo man entsperren kann, muss, wie auch immer. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit diesem Fitnessstudio hier an. Das ist die 360 Grad Umdrehung, ihr seht es hier schon. Im Prinzip ist es eigentlich dasselbe wie bei Solar Smash. Wir haben hier oben erstmal unsere Einstellungen, Grafik, Audio und so weiter und so fort. Hier oben haben wir so einen Fotomodus, da können wir dann halt eben jetzt zum Beispiel in dem... das ist für eine Waffe, wenn wir eine Waffe ausgerüstet haben. Und hier können wir jetzt quasi, genau, das ist der 360 Grad Modus komplett. Hier können wir eben... Okay... hier können wir jetzt eben halt einfach in dem Raum komplett rumlaufen, können sich halt einfach angucken, wie der insgesamt aussieht. Die Türen können wir leider nicht öffnen, die sind zu, aber das ist okay. So, das nächste, was wir machen können, wir können das Menü soweit eigentlich ausblenden, das ist auch möglich. Wir können auch die Gravitation ändern, also wir können jetzt sagen, es fliegt jetzt alles nach unten, jetzt fliegt halt einfach mal alles an die Decke. Wenn wir dann hier sein, man fliegt halt einfach irgendwo mal im Raum rum, wenn wir dann nach unten, man fliegt alles wieder nach unten. Die haben es alle überstanden, glaube ich. Ich glaube es zumindest mal, wir müssen es gerade in eine andere Ecke bewegen, wieder, dass wir hier. Wir resetten den Raum. So. Das ist, was wir hier machen können. Wir können auch die Zeit verlangsamen, das heißt, dass es eine Zeitlupe geht. So. Wir haben hier auch verschiedene Aktivitäten. Ich finde, wir haben hier das eine oder andere mehr, wo ich auch besser finde, wie bei Solar Smash. Aber gut, gucken wir mal. So, wir können zum Beispiel, können wir mit Waffen schießen. Wir nehmen jetzt einfach mal so eine Pistole, so, zack, boop, Hals geschossen. Ja, es rollt da auf dem Fließband rum, da hinten, da, okay, ja, der ist auf jeden Fall, oh, der ist stabil, ja, so kann man es auch machen. Dem schießen wir einfach mal in den Fuß. Okay. Das war's dann schon. Ist hier schon alles kaputt. Aber wir können natürlich auch alles hier auseinander nehmen, ne? Das machen wir auch gleich mal. Wir haben auch zum Beispiel was haben wir denn hier? So eine kleine Minigun. Die haben wir zum Beispiel auch hier. Die darf natürlich nicht fehlen. Die Minigun. So, können wir halt auch wirklich alles auseinandernehmen. So, wir haben zum Beispiel auch hier so ein Lasergewehr, die haben wir auch noch. Ja, also wir haben hier einige Sachen. Ich würde sagen, wir fangen oben einfach mal an und zerstören heute mal einfach dieses Zimmer komplett. Wir nehmen dieses Zimmer heute komplett auseinander. Und wir haben auch für gewisse Sachen hier einfach so ein Ding, wo wir halt den Sprengradius und so weiter einstellen können. Da experimentieren wir auch noch mal. Also wir haben hier erstmal so kleine... so kleine Schießbomben hier, mehr oder weniger. So kleine Schießschüsse, Bombenschüsse. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ui. Okay, mehr ist das hier nicht. Setzen wir mal zurück. So,
So, dann haben wir hier die Granaten. Die sind immer ganz lustig. Guck mal, die können wir nämlich jetzt hier rauswerfen. Ja, jetzt ist die Tür halt einfach kaputt. So, werfen wir mal ein paar da raus. So, jetzt haben wir den Alarm zerstört, okay. So. Wir schmeißen ja auch einfach mal hier zu dem. Ich wollte jetzt eigentlich genau hin das Fließband. Ja, der Arme. Komplett auseinandergenommen. Okay. Ich würde sagen, das ist langweilig. Wir erhöhen direkt mal hier komplett. Wir hauen direkt mal komplett auf die Kacke. Ich schmeiße so eine Granate da hinten hin. Hä? Macht da gar keinen Unterschied. Ah, man muss sie direkt in den Raum reinwerfen, direkt, oder was? Oha! Einen ganzen Grad am Boden drin. Wir werfen mal ein paar. Okay. Jo, Digga. Selbst in den Händen hat es getroffen. Oha. Okay, ja, das macht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Definitiv, kann man sagen. Kann man da auch was rauswerfen? Ja. Da geht's auch komisch. Rauswerfen kann man, aber hinlaufen kann man nicht. Okay. Ja, okay, alles klar. So, als nächstes haben wir hier. Ja, so eine kleine. Was weiß ich, was das ist? Auch so eine kleine Granate. Ja, so eine festklebende Granate. Ja, das war's komplett. Könnt ihr dem auch mal. Es klebt zwar immer an der Wand. Ja, er läuft einfach weiter. Nee, das Ding ist kaputt gegangen. Wie die immer umfallen manchmal. Oh mein Gott. Ihm kleben wir das mal hier ans Bein. Nein! Ja gut, er geht trotzdem drauf. Ihm kleben wir das hier an die Brust. Ja, okay. Also mehr ist halt auch nicht bei den Dingern. Ne? Die kleben sich hier einfach nur fest. Dann war's das halt. Mehr passiert da nicht. Ja, so war's schon. Okay. Gehen wir direkt weiter zum nächsten. Wir haben hier auch Molotow-Cocktails. Keine Frage. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal den ganzen Raum in Flammen hier, würde ich sagen. Ja, und das war's halt eigentlich auch schon wieder. Also, mehr passiert da halt auch nicht. Ich meine, was will man erwarten vom Molotow-Cocktail? Vor deinem Kopf kommt das Ding, der Arme. Ja. Also, ich finde, hier ist viel dabei. Also, gewisse Sachen, die sind Unterkategorien. Die kommen jetzt hier gleich. Hier haben wir zum Beispiel eine Rakete. Und das ist wirklich eine Rakete. Ne? Also, ich schwör's euch. Ja, direkt das ganze Ding kaputt. Schieß mal hier nebenhin. Jo, Digga, einfach durch den ganzen Raum gefetzt. Okay. Boah. Jo. Also, das ist wirklich eine Rakete. Keine Frage, da fliegen wirklich die Fetzen. Ihr könnt sogar hier die ganzen Betonsäulen hier. Wenn mich nicht sogar alles täuscht. Ne, die Decke nicht. Aber die Lampen könnt ihr, glaube ich, genau. Die Lampen gehen auch noch kaputt. So, ja, also wir haben ja auch Raketenwerfer. So. Was wir auch haben, sind Bomben. Ja, die wirft man halt einfach und dann explodieren die halt. Die übertreibt man komplett. So, das war die kleine Sprengkraft. Jetzt hauen wir mal richtig drauf. Mal wirklich mal das Maximale, was geht. Hauen hier alle Bomben rein. Ja, ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Das muss man sagen. Wir werfen hier jetzt mal alle vor den hin. Nein, ich will hier zünden. Oha, das hat eben ganz kurz geruckelt. Okay. Ja, es sind noch Sachen dabei, wo das Spiel manchmal abstürzen kann. Eventuell. Okay. Das nächste, was wir haben, sind solche, ja, Fässer halt eben. Ich glaube, die explodieren auch nach einer gewissen Zeit. Wir drehen die mal komplett auf. Aber wir können ja solche Fässer werfen. Ich glaube aber, wir müssen drauf schießen, glaube ich. So war das, ne? Ja, genau. Wir müssen hier drauf schießen, damit die explodieren. Genau. Ist es auch nicht mein Favorit. Ist ein neues Objekt, war vorher okay. Auch nicht drin. Aber okay. So, alle Waffen ist, glaube ich, selbst erklärend. So, das nächste, was wir haben, sind hier.
Der Auto ist ein kleiner Laserstrahl halt eben, wie man es halt kennt. Hier finde ich es ganz gut, haben wir so ein Gravitationsfeld. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal, dieses Ding hier, einfach mal hier in die unter die Bank schmeiße, da passiert einfach Folgendes. Ja, dann wird hier einfach mal alles zusammengezogen. Ja, und das war es auch schon wieder. Wir drehen das aber nochmal komplett auf und hauen das hier nochmal hin. Dann wird... ja, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja. Der Typ denkt sich auch nur, ich trainiere einfach mal weiter. Okay. Als nächstes haben wir ein Magnet. Also da können wir einfach am Bildschirm rumziehen und haben dann eben ein Magnet halt hier. Da wo wir... Oha. Oha. Das hat eben geschallert eben. Ja. Haben wir einfach so ein Magnet, wo wir da mit dem Finger halt hingehen, haben wir ein Magnet. Mehr oder weniger, ja, da fliegt eher alles im Raum rum. Aber mehr ist hier halt auch nicht, ne, muss ich sagen. Hier haben wir Greissägeblätter, ja, also die sind wirklich ganz cool, weil die springen also schon den ganzen Raum durch, ihr seht schon. Nimmt seine Laufbahn, das ist auf jeden Fall, oha, oha. Auch nicht mehr ganz, ja, Digga. Auch nicht mehr das Beste, aber den Sicherungskasten runtergeschmissen, okay. Ja, also ihr seht schon, die fliegen hier wirklich durch den ganzen Raum durch und selbst ihn hat es getroffen, obwohl er hinter mir steht. Also die sind immer ganz, ja, cool. Wir können auch die Lampen runterwerfen. Ja, auf jeden Fall ist hier einiges möglich. Das muss man so sagen, wie es ist. Es ist ja einiges möglich mit den Kreissägeblättern. Der war nice. So, dann haben wir hier ein Erdbeben auch noch. Ja, das ist unlogisch, dass hier ein Erdbeben eigentlich auftaucht. Die können sogar wieder aufstehen. Ich würde sagen, wir setzen das mal direkt aufs höchste Grad, das Erdbeben. Aber, ja, okay, jetzt können sie nicht mehr standhalten. Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall das Erdbeben. Auch nicht wirklich interessant, muss ich sagen. Wir haben nur einen Tornado. Ja, da passiert auch nicht viel. Also, wenn ich ehrlich bin, ist gerade ein Objekt. Okay, ein zweites. Wir haben den jetzt mal auf höchste Stufe geschraubt und setzen den jetzt mal da hinten hin. Und gucken mal, was der alles da zusammenzieht. Und wir setzen den kompletten ganzen Zimmer. Oha, oha, oha. Okay, ich sehe nichts mehr. Das war, glaube ich, zu viel Tornado. Ja, das war, glaube ich, zu viel. Wir sehen nur noch grau. Okay. Mal gucken, was überlebt hat. Oh, der Typ da hinten hat überlebt noch. Und der da vorne. Krass. Okay, also das sind auch nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Da haben wir noch so eine komische Drohne. Ist auch nicht mein Ding. Aber wir haben hier solche Kieselsteine, die wir werfen können. Zum Beispiel. Oder wir haben auch Ziegelsteine. Geben. Wir haben aber auch extra. Der ist stabil hier, der hält einiges aus, muss man sagen. Aber auch mal reden haben wir hier, glaube ich, heißen ja diese komischen, ja, Messer sind das, glaube ich, eher. Ja, Messer sind das, okay. Also das haben wir halt auch noch, ne? Also. Ja, das ist halt das Spiel, sag ich mal, man muss einfach hier die Räume zerstören komplett. Ich würde sagen, wir nehmen den jetzt halt einfach nochmal komplett auseinander, würde ich sagen. Und hauen da einfach mal zum Abschluss jetzt nochmal ein paar Bomben hier drauf, mit der höchsten Ding hier, würde ich einfach mal sagen. Ja. Die bleiben leider nicht an den Wänden kleben. Das ist hier so ein kleiner Nachteil, würde ich begrüßen, aber okay, ist halt leider so, kann man nichts ändern. Wir können halt auch nur eine gewisse Anzahl an Bomben setzen, ja, okay, ich glaube, das war's komplett. Nein, der hat überlebt da hinten. Ja, aber das war's hier komplett auf jeden Fall. Komplett auseinandergenommen, das Ding. Hau nur noch mal die Tür kaputt. Ja, das war es auch komplett mit der Tür.
Ja, der kann auch mal schlafen gehen eine Runde. Hauen wir noch die Posten hier kaputt. Ne, das war's dann auch mal. Posten, die Lampe braucht auch niemand. Die braucht auch niemand, die Lampe. Und die da hinten erst recht nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein mehr oder weniger interessantes Spiel. Mehr oder weniger halt eben, ne? Aber ja, der Raum ist auf jeden Fall mal zerstört. Komplett auseinandergenommen. Wie gesagt, wir haben hier mehrere Räume. Also es wird auch wieder pro Video ein Raum sein, wo wir dann eben zerstören. Und ja, ich würde sagen, das war's für das zu dem Video mal. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich es gerne wissen lassen mit einem Kommentar, Daumen nach oben oder sonst irgendwas. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Gratis. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao.